Immer noch nicht, warum, hä? Mann, weil ich mich in dich verliebt hab, Christian! Bist du schwul, Christian? Ich hab versucht, dagegen anzukommen, aber... Ich hab mich in dich verliebt. Damit ist jetzt Schluss. Ich bin schwul, okay? Und ich bin Boxer. Hat damit irgendjemand ein Problem? Dreimal habe ich mir gewusst, aber ich krieg diesen schwulen, klebrigen Gestank nicht ab. Aber du kannst auf jeden Fall mal Olivia danken, weil hätte sie mich nicht zurückgehalten, hätte ich Axel fertig gemacht. Das hattest du echt vor? Na, ich habe mich selber nicht wiedererkannt. Tja, aber... Das muss wahrscheinlich daran liegen, dass ich dich unglaublich liebe. Myokarditis ist eine Herzmuskelentzündung. Und weiter? Das Wichtigste in so einem Fall ist es, sich keinen unnötigen Belastungen auszusetzen. Sonst kann so etwas schwere Folgen haben. Auch wenn es eine große Umstellung für Sie bedeutet. Sie werden sich erstmal vom Leistungssport verabschieden müssen. Ja, ist schon fertig. Danke. Geht das so? Was ist zwischen dir und diesem Robert gelaufen? Nichts. Nichts. Und woher weißt du dann, dass er auf dich steht? Und Christian, sowas spürt man ja wohl. Ach so. Er hat dich angebaggert, richtig? Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen. Was ist denn mit ein bisschen angebaggert? Hör uns das halt. Ach so. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Nein, das brauchst du auch nicht. Weil ich nämlich nur dich liebe. Ja, das sagst du am besten mal deinem Robert. Ach, das hab ich doch. Und außerdem weiß er das auch, ich meine. Ist ja wohl klar bei uns beiden, oder? Ja, vielleicht. Aber vielleicht wäre es auch besser, du würdest ein bisschen Abstand zu ihm halten. Das geht doch nicht. Rob und ich, wir arbeiten zusammen. Es geht ums No Limits. Nein, es geht um unsere Beziehung. Was läuft zwischen dir und Rob? Wir arbeiten zusammen. Guck mich an. Kann es sein, dass du mir irgendwas verschweigst? Nein. Was auch, wenn da irgendwas ist? Dann sag es mir. Also gut, da war was. Ein Kuss, aber der hatte wirklich gar nichts zu bedeuten, ehrlich. Scheiße. Scheiße! Auf die Sekunde. Was ist denn hier los? Canadian Flair. Statt eine Reise durch die Wälder. Soll so ein kleiner Vorgeschmack sein. Ich dachte, wir beide gönnen uns mal eine kleine Auszeit. Wie einfach so? Nein, nicht jetzt sofort, aber
Wenn du deine Prüfung durch hast und bei mir diese Partysache von selbst läuft, dann will ich mit dir nach Kanada. Was ist los? Ich bin so froh, dass alles wieder okay ist. Was willst du von meinem Freund? Ich liebe ihn. Das glaubst du auch selber nicht. Natürlich nicht. Ich will ihn nur ins Bett kriegen. Das nennt man Jagdinstinkt. Ab 5. Takiri für die Mädels von Tisch 7. Geht klar, Süßer. Sollen wir eine Runde tanzen? Ah, sorry, gerade ist schlecht. Du siehst ja, was hier los ist. Was ist los? Du darfst, ich aber nicht, oder? Ich mach nichts. Du nicht. Aber ey, du musst deine Eifersucht wieder total übertreiben. Soll ich dir mal zeigen, was übertrieben wäre? Du bist doch der wichtigste Mensch in meinem ganzen Leben. Du, Mann. Ich will nicht, dass es vorbei ist. Ich auch nicht. Christian, möchtest du mich heiraten? Ja, ich will. Jonas ist HIV-positiv. Die Ergebnisse sind da. Ich hatte solche Angst. Die brauchst du jetzt nicht mehr haben. Oh Mann. Jetzt mache ich dir doch. In 4 Wochen ist das okay? Das klingt super. Christian, Mann. Ich liebe dich. Du bist der, auf den ich immer gewartet habe. Oliver Sabel. Du hast mir gezeigt, wer ich wirklich bin.